Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier bei meinem PHP5-Lehrgang für Einsteiger. In der Lektion 53 zeige ich dir jetzt, wie man Werte in eine Textdatei schreiben kann, damit das Ganze bequemer funktioniert, wenn wir das dann in eine Textarray eintragen. Und damit das Ganze dann auch ablaufen kann, habe ich hier wieder zwei Listings vorgestellt. Und die laufen dann folgendermaßen ab. Im ersten Listing haben wir wieder ein HTML5-Grundgerüst. Im Bodybereich haben wir ein Formular. In diesem Formular wird dann eine zweite Seite aufgerufen. Das wäre diese hier. Und hier habe ich dann wieder ein Textarray eingefügt. Wir müssen eine der vorgehenden Lektionen schon kennengelernt haben. Hier kann man also etwas eintragen. Klickt auf OK. Und wird dann eben auf die zweite Seite verwiesen. Und hier haben wir dann die Auswertung und das in die Textdatei hineinschreiben. Und hier ist eben dann die Frage, wenn eben nichts drinnen ist im Post, in der Postvariablen, das wäre hier die von Textarray, dann soll auch nichts gemacht werden. Aber wenn es eben was drinnen ist, also wenn es nicht leer ist, dann wird hier mal der Dateiname festgelegt, dann wird der Text festgelegt, der hineingeschrieben werden soll. Das ist genau jene Wert, der in der Textarray eben festgelegt wurde. Dann öffne ich diese PHP-Datei mit genau dem Dateinamen, den ich da oben festgelegt habe. W plus bedeutet, dass in jedem Fall diese Textdatei hineingeschrieben wird. Selbst wenn sie existiert, wird sie überschrieben. Mit fput legt man dann fest, was hineingeschrieben wird, nämlich genau dieser zu schreibende Text. Immer den Verweis auf die PHP-Datei und nachdem ich es geschrieben habe, wird diese Datei dann wieder geschlossen. Und hier kriege ich noch einmal dargestellt, der Folgetext wurde in die Datei, das wäre nicht mehr notwendig, hineingeschrieben, es war dann hier wieder dieser Dateiname. Und hier wird dann nochmal angegeben, dass eben, was ich eben dann hineingeschrieben habe. Das ist genau hier dieser zu schreibende Text. Und hier kann ich noch einmal den Text, den ich hier eingegeben habe, noch einmal bearbeiten und kann dann Sonderzeichen und irgendwelche komischen Dinge, die dann drinnen waren, hier nochmal entfernen. Ich kann ja auch Zeilenumbrüche zum Beispiel einfügen in meine PHP-Seite und kann das Ganze dann eben ausgeben. Dass das Ganze dann so ausschaut. Hier habe ich dann vorhin etwas eingegeben. Jawohl, das ist so. Das wird dann auch so abgespeichert, genau in der Textdatei. Und durch diese Maßnahmen, die ich hier unten nochmal zusätzlich treffe, die aber nicht eigentlich notwendig sind zum Abspeichern, durch diese Funktion hier, und aus dieser Funktion hier erreiche ich dann ganz unterschiedliche Ausgaben dann auf der Webseite. Ja, also das Wichtigste ist eben hier das Hineinschreiben, dann die Übergabe von Werten, dann das Hineinschreiben. Und die wichtigsten Zeilen sind im Prinzip diese hier, wo immer festgelegt wird, welcher Dateiname es ist, durch auch letztlich welches Verzeichnis es ist, was hineingeschrieben wird und dass die Datei auch dann wieder geschlossen wird, nachdem sie hier vorhin ja geöffnet wurde. Ja, probier das Ganze mal, indem du diese Aufgabenstellung hier versuchst zu lösen. Und von meiner Seite her, danke fürs Zuhören und Zuschauen.